um zu verstehen, wieso der Blinddarm bei manchen Menschen raus muss und wieso uns das eigentlich nicht beeinflusst, obwohl es wortwörtlich ein Teil eines unserer Organe ist, müssen wir erstmal verstehen, was genau der Blinddarm ist und wozu er dient. Der Blinddarm ist im Grunde der Anfang unseres Dickdarms, also dieser ganze Teil hier. Jetzt fragt ihr euch vermutlich, wie dies ein kleiner Eingriff sein kann, wenn es sich doch um einen recht großen Teil unseres Verdauungstraktes handelt. Ganz einfach, bei einer Blinddarm-OP, also einer Appendektomie, geht es nicht um den Blinddarm selbst, sondern um dieses kleine Ding, die Appendix vermiformis. Sie ist im Grunde eine kleine Sackgasse in unserem Dickdarm, welche sich direkt am Anfang von diesem befindet, also ziemlich nah an dem Punkt, wo der Dünndarm in unseren Dickdarm mündet, wie ihr hier sehen könnt. Aber wieso spricht man jetzt von der Blinddarm-OP? Das ist vermutlich zurückzuführen auf eine Kombination der vereinfachten Erklärung der Ärzte, als der Eingriff in den 1850er Jahren aufkam, und der bekannten Einstellung des Volksmundes, ist doch alles das Gleiche. In seinem gesunden Zustand sieht die Appendix ein wenig aus wie ein etwas dickerer Wurm, welcher an unserem Dickdarm hängt. Daher auch der Name Appendix vermiformis, was so viel heißt wie wurmförmiger Fortsatz. Lange Zeit dachte man, der Wurmfortsatz wäre vollkommen nutzlos. Darwin zum Beispiel vermutete, dass es ein Überbleibsel von unseren pflanzenfressenden Vorfahren sei. Inzwischen wissen wir allerdings, dass er durchaus eine nützliche Rolle spielt, indem er als Backup für nützliche Darmbakterien dient. Dennoch ist der Wurmfortsatz nicht lebensnotwendig und seine Entfernung hat in der Regel keine negativen Folgen. Wenn der Wurmfortsatz sich entzündet, schwillt er an und bekommt oft eine rötliche Färbung. Dieses Anschwellen kann tatsächlich so weit gehen, dass das Ding einfach platzt. In den 1860er Jahren war die Entzündung des Wurmfortsatzes bekannter als die Seitenkrankheit. Diese Seitenkrankheit endete sehr oft tödlich, weil der Wurmfortsatz einfach der Entzündung so lange angeschwollen ist, bis er geplatzt ist, und danach ist halt Inhalt aus dem Darm in die Bauchhöhle gekommen und hat da eine schwere Infektion verursacht. Genau um dieses Platzen zu vermeiden, versucht man auch heutzutage, einen entzündeten Blinddarm so schnell es geht zu entfernen. Der Grund für eine Appendektomie ist eigentlich immer der gleiche. Eine sogenannte Appendizitis, also eine Infektion des Wurmfortsatzes. Diese wird ausgelöst durch einwandernde oder über die Blutbahn einwandernde Keime oder Bakterien oder sonstige Erreger. Aber das Resultat bleibt, wie gesagt, immer das gleiche, nämlich eine Infektion des Wurmfortsatzes. Die Mediziner unterscheiden hier zwischen einer akuten Appendizitis und einer chronischen Appendizitis. Der Unterschied hier ist einfach nur, die akute Appendizitis, die beginnt rasch, die wird schnell schlimmer und hat dann auch meistens eine relativ schnelle OP zufolge. Chronische Appendizitis beginnt eher so schleichend und langsam und es wird langsam immer schlimmer und schlimmer und das Resultat bleibt trotzdem das gleiche und in einem Großteil der Fälle folgt anschließend eine Appendektomie. Die Symptome bleiben auch hier die gleichen: Übelkeit, Erbrechen, Fieber und Schmerzen im Oberbauch. Meistens entwickelt sich anschließend das Krankheitsbild, welches die Medizin als akutes Abdomen bezeichnet. Das ist eine Kombination von Druck- und Loslassschmerzen sowie Abwehrspannungen und eine erhöhte Leukozytenzahl. Wenn ihr nun mit den gerade erwähnten Symptomen in der Blutaufnahme auftaucht, dann werden eigentlich immer die gleichen Analysen gemacht. Es wird unter anderem Blut abgenommen, das Fieber gemessen und danach die sogenannte Palpation. So nennt man die Untersuchung des Arztes, bei der er oder sie auf unterschiedlichen Stellen eures Bauches herumdrückt und fühlt. Und anschließend wird dann auch noch eine Sonographie durchgeführt, welche ihr wohl unter dem Namen Ultraschall kennt. Ab und zu werden auch noch CT-Scans oder MRTs gemacht. Mit diesen Untersuchungen bestätigt der Arzt dann meistens die Diagnose Appendizitis über den Eskelinen oder den Alvarado-Score. Steht die Diagnose Appendizitis, also eine Entzündung des Wurmfortsatzes, fest,
wird sich in Deutschland meistens für eine Appendektomie, also eine Entfernung des Wurmfortsatzes, entschieden, oft sogar noch am gleichen Tag. In Japan zum Beispiel wird allerdings in den letzten Jahren immer mehr versucht, eine OP zu umgehen und das Ganze mit Antibiotika zu therapieren. Doch bevor es losgehen kann, müssen noch ein paar Dinge erledigt werden. Zum einen muss der Patient vollkommen nüchtern sein. Und nein, das heißt nicht, dass ihr nur kein Alkohol getrunken haben dürft, sondern das heißt vor allem, dass ihr in den letzten 6 bis 12 Stunden gar nichts gegessen oder getrunken haben dürft. Das heißt, wenn bei euch der Verdacht auf Appendizitis besteht, dann versucht am besten, wenn es euch möglich ist, bevor ihr zum Arzt geht, nichts mehr zu essen oder auch nichts mehr zu trinken. Und auch solange ihr auf eure definitive Diagnose wartet, das hilft dem Personal manchmal ungemein bei der Planung von eurer OP. Sollte der Unterbauch behaart sein, wird dieser meistens teilweise oder auch ganz rasiert. Anschließend geht es in den vorbereitenden Operationsraum. Hier wird der Patient in Rückenlage auf den OP-Tisch gelegt und final vorbereitet. Hierbei wird unter anderem ein Zugang gelegt, sofern der Patient noch keinen haben sollte. Er dient unter anderem zur Verabreichung von Antibiotika zur Infektionsprophylaxe, also Antibiotikagabe zur Vorbeugung von Infektionen. Außerdem wird der Patienten an die üblichen Überwachungsgeräte angeschlossen, das EKG, ein Computer mit vielen Kabeln, welche auf der Brust verteilt werden, zur genaueren Überwachung des Herzens, eine Blutdruckmanschette zur Überwachung des Blutdrucks sowie eines kleinen Sensors am Finger für die Sauerstoffsättigung. Anschließend wird über den Zugang langsam die Narkose eingeleitet. Sobald der Patient vollständig unter Narkose ist, wird dieser intubiert, um einen sicheren Atemweg zu gewährleisten. Die Appendektomie wird eigentlich immer unter Vollnarkose durchgeführt, da eine Lokalanästhesie es hier nicht so ganz schafft, die Schmerzempfindlichkeit komplett auszuschalten oder so weit zu reduzieren, dass es für den Patienten erträglich ist. Der Patient ist nun vollständig vorbereitet und ab hier gibt es nun 2 Möglichkeiten. Zum einen gibt es die minimal invasive laparoskopische Appendektomie und es gibt die offene Appendektomie. Je nachdem, welcher Eingriff genau durchgeführt wird, ändert sich die Vorbereitung in diesem Sinne leicht, dass das abgeklebte Areal und das desinfizierte Areal beim Patienten sich vielleicht ein bisschen verschiebt, etwas größer, etwas kleiner wird. Bei einer laparoskopischen Operation wird innerhalb der Bauchhöhle mit Hilfe von stabähnlichen Instrumenten operiert. Diese Variante ist minimal invasiv und hinterlässt nur 2 bis 3 sehr kleine Narben, von denen eine meistens gar nicht mehr sichtbar ist, da sich diese innerhalb des Bauchnabels des Patienten befindet. Bei der laparoskopischen Herangehensweise wird zunächst ein kleiner Hautschnitt im Bauchnabel gemacht. Hier spricht man von einem infraumbilikalen Zugang, durch welchen später normalerweise die Kamera eingeführt wird, welche dem Chirurgen ermöglicht, innerhalb der Bauchhöhle zu sehen. Anschließend werden 2 weitere kleine Hautschnitte im Unterbauch, also in der Nähe der Leiste des Patienten, vorgenommen. Hier spricht man von inguinalen Zugängen. Manche Ärzte bevorzugen es, die Operation mit nur einem weiteren Zugang durchzuführen. Durch die Hautschnitte wird nun jeweils ein sogenannter Trokar bis in die Bauchhöhle eingeführt. Die Trokare sehen ein wenig aus wie ein schmaler Trichter und ermöglichen es unter anderem, die laparoskopischen Instrumente schnell und einfach zu wechseln. Durch diese Trokare wird nun zum einen die Kamera eingeführt, zum anderen die Bauchhöhle mit CO2 aufgeblasen. Das bläst ein bisschen die Bauchhöhle auf wie so eine Art Zirkuszelt. Dies vereinfacht vor allem die Sicht und vergrößert den Platz, welchen man für die Operation im Bauchraum zur Verfügung hat. Anschließend werden noch die für die OP nötigen Instrumente durch die Trokaren ebenfalls in die Bauchhöhle eingeführt. Der erste Schritt besteht nun in der Identifikation der Appendix. Meistens ist sie recht gut zu sehen. Sollte dies allerdings nicht der Fall sein, so folgt der Chirurg einfach den sogenannten Tänien. Dies sind bandförmige Muskelverdickungen, welche entlang des Dickdarms verlaufen und an der Basis des Appendix zusammenlaufen. Ist der Wurmfortsatz gefunden, wird kurz überprüft, ob es eine Perforation gab, also ob es ein Loch gibt, durch welches Flüssigkeit aus dem Darmtrakt in die Bauchhöhle austritt. Anschließend wird zunächst die Arteria und Vena appendicularis abgeklemmt und durchtrennt oder, wie man es hier sieht,
mit einem Kauter durchtrennt und kauterisiert, also im Grunde direkt verschlossen. Dies stoppt die Blutversorgung des Wurmfortsatzes und verhindert, dass eine Blutung bei seiner Entfernung entsteht. Nun wird die Appendix selber mit Hilfe einer Klammer, einem Clip oder einer Ligatur abgesetzt. Eine Ligatur ist eigentlich einfach nur eine spezielle Naht. Anschließend wird sie mit Hilfe eines Bergenetzes über einen der Trokaren aus der Bauchhöhle entfernt. Abschließend wird nochmal die Bauchhöhle auf Bluttrockenheit überprüft und es wird gecheckt, ob man eine Drainage legen muss. Sollte es zu einer Perforation der Appendix während der OP gekommen sein, so wird nun die Bauchhöhle einmal komplett ausgespült, richtig schön gründlich mit Kochsalzlösung ausgespült, damit hier nichts zurückbleibt und man nicht Gefahr läuft, dass man diese gefährliche Infektion bekommt. Ist alles erledigt, so wird das CO2 wieder abgepumpt und die Instrumente sowie die Kamera und die Trokaren werden entfernt. Zum Schluss werden nochmal die Bauchschnitte zugenäht oder wie hier geklammert. Bei der offenen Appendektomie handelt es sich um die zweite Möglichkeit, diesen Eingriff durchzuführen. Ob sich der Chirurg nun für den laparoskopischen Eingriff entscheidet, wie wir ihn gerade gesehen haben, oder für eine offene Appendektomie entscheidet, wie wir es jetzt gleich sehen werden, hängt im Grunde davon ab, ob es sich bei dem Ganzen um eine einfache akute Appendizitis handelt oder ob ein Verdacht besteht, dass es vielleicht eine Perforation gab oder sogar eine größere Infektion der Bauchorgane. Bei der offenen Appendektomie wird ein 5 bis 8 cm langer Schnitt im rechten Unterbauch entweder am McBurney-Punkt oder am Rocky-Davis-Punkt gemacht. Anschließend arbeitet sich der Chirurg durch die verschiedenen Schichten der Bauchdecke zur Bauchhülle vor. Ist er in dieser angekommen, so ist der Ablauf im Grunde der gleiche wie bei der laparoskopischen Variante des Eingriffs. Der Wurmfortsatz wird identifiziert und auf Perforation überprüft. Anschließend werden die zugehörigen Gefäße abgeklemmt und durchtrennt. Der Wurmfortsatz wird nun abgesetzt und entfernt. Anschließend erfolgt wieder die abschließende Kontrolle und die schichtweise Verschließung mit Hilfe von Nähten. Das oberste wird mal mit Nähten zugemacht, mal auch gerne geklammert. Im Falle der offenen Appendektomie wird oft der entstandene Stumpf des Wurmfortsatzes in sich selbst versenkt und mit einer sogenannten Tabaksbeutelnaht verschlossen. Für ein kleiner Funfact für unsere Grey's Anatomy Fans: George O'Malley hat nach seiner ersten OP ist ja auch eine Appendektomie und dort hinterläuft ihm allerdings ein Fehler und das ist genau bei dieser Tabaksbeutelnaht, wo er, ich glaube, er zieht zu fest zu, wodurch das Ganze wieder aufplatzt. Nach der Operation ist bei beiden Eingriffen der Ablauf eigentlich gleich. Der Patient wird in den sogenannten Aufwachraum gebracht. Hier werden weiterhin seine Vitalfunktionen genauestens überprüft. Und wenn er dann aufgewacht ist und stabil ist, wird er dann auch wieder relativ zügig auf die normale Station verlegt. Nicht immer unten rechts. Tatsächlich kann es so sein, dass bei Schwangern oder bei Menschen mit einem Situs inversus, das sind Menschen, bei welchen die Bauchorgane eigentlich oder sämtliche Organe genau spiegelverkehrt liegen, es so sein kann, dass sich die Appendix, also der Wurmfortsatz, deutlich weiter oben oder sogar auf der linken Seite befindet. 1902 rettet die OP den britischen Thronfolger. Edward VII. Von England wurde tatsächlich 1902, zwei Tage vor seiner Krönung, operiert, wegen einer akuten Appendizitis. Das war damals eine wirklich revolutionäre Leistung. Blinddarm-OP unter Selbstnarkose im Hals. Ihr fragt euch, wie das? Naja, 1961 operierte sich der sowjetische Arzt Leonid Rogozov auf einer Antarktisstation selber, weil einfach kein anderer Arzt dort war. Appendizitis im All? Einige Astronauten lassen sich tatsächlich heute noch präventiv den Blinddarm entfernen, um jeglicher Möglichkeit einer Appendizitis im All zu entgehen. Zwei Blinddarme? Tatsächlich gibt es Menschen, die werden mit zwei Blinddärmen geboren. Das ist allerdings sehr, sehr selten. Was ist besser, eine laparoskopische Appendektomie oder eine offene Appendektomie? Ja. Zwar ist man bei der laparoskopischen Appendektomie wieder schneller auf den Beinen, hat meistens weniger Schmerzen und kleinere Narben, jedoch hat die offene Appendektomie durchaus ihre Daseinsberechtigung, vor allem wenn es darum geht,
schwierigere Appendektomien durchzuführen. Sollte Ihr Arzt Ihnen die Möglichkeit überlassen, zu wählen, ob Sie eine offene oder eine laparoskopische haben wollen, dann würde ich Ihnen sehr ans Herzen legen, hören Sie auf Ihren Arzt und wählen Sie den Eingriff, welcher er Ihnen empfiehlt. Wann kann man nach einer Appendektomie wieder normal essen? Recht schnell nach der OP kann man tatsächlich wieder ein wenig was essen. Da kommen auch normalerweise das Pflegepersonal direkt mit kleineren Sachen zum Essen, meistens Suppe oder sowas, sobald ihr wieder auf der normalen Station seid. Und je nachdem, wie schnell man dann wieder wirklich normal essen kann, hängt ein bisschen von Patient zu Patient ab. Meistens am Anfang ein bisschen weichere Kost noch und dann später wieder ganz normal. Wie lange muss man danach im Krankenhaus bleiben? Dies hängt natürlich auch wieder sehr von Patient zu Patient ab, zum Verlauf der OP, ein wenig welche OP man hatte und auch einfach vom Arzt. Prinzipiell ist es allerdings so, dass man bei einer laparoskopischen Appendektomie meistens zwischen 1 bis 3 Tage im Krankenhaus bleiben muss. Bei der offenen Appendektomie sind es eher 3 bis 5 Tage. Mobil ist man allerdings in jedem Fall schon nach wenigen Stunden nach der OP wieder oder spätestens einem Tag. In beiden Fällen werden auch die Fäden oder die Klammern etwa 7 bis 10 Tage nach der OP entfernt. Wie gefährlich ist eine Appendektomie? Die Letalität, also die Sterberate bei einer normalen, unkomplizierten Appendektomie liegt bei etwa 0,001%. Selbst bei einer schweren Perfusion liegt die Letalität etwa bei 1%. Zum Vergleich, es ist etwa 25 Mal wahrscheinlicher an Krebs zu erkranken und an Krebs zu sterben, als selbst bei einer sehr schweren Perfusion bei einer Appendektomie zu sterben. Kann man ohne Blinddarm überleben? Nun ja, wenn ihr gut zugehört habt, könnt ihr euch diese Frage eigentlich inzwischen selbst beantworten. Also ja, man kann definitiv problemlos ohne Blinddarm überleben. Wie lange ist man nach einer Appendektomie krankgeschrieben? Nun, bei Büroarbeiten wird man meistens so für eine Woche krankgeschrieben. Bei schwerer körperlicher Arbeit sind es meistens 2 bis 4 Wochen, je nachdem, ob man einen laparoskopischen Eingriff hatte oder eine offene Appendektomie hat. Wenn der Blinddarm platzt, stirbt man sofort, oder? Nein, natürlich nicht. Wenn der Blinddarm platzt, kann man zwar eine relativ schwere Bauchfellentzündung bekommen, allerdings ist die tatsächlich mit der modernen Medizin relativ gut zu behandeln und in den Griff zu kriegen. Ist eine Appendektomie schmerzhaft? Dies hängt natürlich auch wieder von Person zu Person ab und dem jeweiligen Schmerzempfinden. Natürlich ist die Wunde bei einer offenen Appendektomie schmerzhafter als die kleineren Wunden bei einer laparoskopischen Appendektomie. Aber auch hier bekommt man natürlich genug Schmerzmittel dagegen. In jedem Fall gehen die Schmerzen allerdings normalerweise ziemlich schnell wieder weg. So, jetzt habe ich allerdings nur noch eine Frage an euch. Ihr könnt auch alle Ibuprofen. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie dieses bekannte Schmerzmittel funktioniert? Wie es wirkt und wer es erfunden hat? Wenn ja, dann klick hier und lasst es uns zusammen herausfinden. Bis zum nächsten Mal.